Unsere Geschäftsidee basiert auf einer mehrjährigen Erfahrung mit biologischer Bekämpfung. Wir entwickeln eine Zeckenfalle, die soll Zecken anlocken und sie dort abtöten und zurückzuhalten. Zudem machen wir auch eine grosse Kampagne mit einer App, die der Frühling auf den Markt kommt, damit die Bevölkerung sich informieren kann und das Zeckenrisiko an bestimmten Orten abschätzen. Wir haben einfach gemerkt, dass eine grosse Nachfrage in diesem Themengebiet Zecken besteht. Offenbar ist die Bevölkerung unsicher und dort besteht sehr viel Aufklärungsarbeit. Mit unserem Dienstleistungsangebot, das wir noch entwickeln, wenn wir das Wissensvakuum füllen und wenn wir das mit Angeboten machen können, die sich verkaufen lassen, dann probieren wir das und darum haben wir unsere Firma gegründet. Die Zusammenarbeit im Team der jungen Firma ist klar so organisiert, dass ich der Forscher bin im Team und der Werner Tischhauser der Manager, der Umsetzer in dem Sinn, so dass wir uns bestens ergänzen und neue Ideen, die aus der Forschung kommen, umsetzen, organisieren und in Produkte verwandeln, um sie an den Markt zu bringen. Meine Motivation im Projekt Biologische Zeckenbekämpfung ist dort, wo es Neues zu entwickeln gibt. Also mir gefällt es extrem gut, um aus bestehenden Sachen Neues zu entwickeln. Dann geht es aber auch noch darüber aus. Also es ist sehr vielfältig, meine Arbeit. Und es ist sehr eine kommunikative Arbeit, wo es mit ganz vielen verschiedenen Partnern zu arbeiten gibt. Und das ist ein weiterer Punkt, der mich sehr fasziniert an dieser Tätigkeit. Die Kooperation mit der ZHW ist für uns äußerst wichtig. Wir können von unserer Seite her, wenn ich jetzt im Namen der Firma spreche, können wir äußerst spannende Themen für Studenten und Studentinnen liefern, sei es Semester, Bachelor oder auch Masterarbeiten. Auf der anderen Seite können wir als Start-up natürlich von der Infrastruktur in der Startphase, in der wir drinnen stecken, natürlich sehr gut profitieren von der Zusammenarbeit mit der ZHW. Also die Frage, ob ein Unternehmer in mir steckt, ist schwierig zu beantworten und ich weiss es noch nicht. Aber ich würde das gerne herausfinden. Und weil ich denke, dass man das auch lernen kann, wie eine Sprache oder eine Mathematik, müssen wir uns jetzt auf den Weg begeben und das ausprobieren. Und ich bin selber gespannt, wie das rauskommt. So in 5 Jahren oder so würde ich gerne zurückschauen und sagen, mal, der Schritt, der hat sich gelohnt auf irgendeine Art.